Mein Name ist Exxon Gash, ich bin 34 Jahre alt und ich bin der Gründer von Gladiator Fight Club Neuburg. Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, geflüchtet damals, und habe hier sehr schwer Anschluss gefunden. Also in der Schule, ich habe die Sprache nicht gesprochen, ich hatte keine Freunde, ich habe einfach nichts verstanden, wurde gemobbt, geärgert, und das hat bei mir natürlich sehr viele Depressionen ausgelöst und Aggressionen noch dazu, weil durch die Aggression habe ich mich so ein bisschen geschützt. Ich habe keinen Anschluss gefunden. Mein Bruder war für mich so mein größtes Vorbild, weil der hat einfach die Sprache schnell gelernt, hat Anschluss gefunden, Freunde gefunden. Mit Sport hat er sich durch seine Freunde beschäftigt und ist zum Karate gekommen, und ich wollte immer so sein wie er. Und durch ihn bin ich dann eben zum Boxen gekommen, im Boxclub Neuburg hier, und habe mit 13, ein Jahr später, habe ich eigentlich schon meinen ersten Kampf gemacht. Und ab da war es eigentlich um mich geschehen. Das war für mich so, mein Leben war nur noch Boxen. Ich habe jeden Tag fast trainiert. Mich hat nichts anderes interessiert wie das Boxen. Und mein Traum war es immer, mal was Eigenes zu haben. Also ich habe gesehen, wie andere Studios oder meine Trainer mit jungen Leuten, mit Jugendlichen trainieren. Und ich habe einfach so viel Respekt davor gehabt, dass ich immer gesagt habe, das gefällt mir. Ich will das leben, ganz. Ich habe das Boxen eh gelebt, weil Sport muss man leben. Aber ich wollte einfach genauso sein. Und mit der Zeit wurde ich immer älter und habe das immer wieder im Hinterkopf gehabt. Aber habe mich nie so richtig getraut. Und irgendwann mal bin ich wirklich in der Früh aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt mache ich es. Und dann habe ich mich in Neuburg in einem Fitnessstudio eingemietet, in einem Kursraum, und habe da angefangen, mein Training zu geben. Das hat aber so schnell angeschlagen in der Nähe und Umgebung, was wir gemacht haben, dass es einfach groß wurde, schnell. Und daraufhin habe ich ein Jahr später, eigentlich 2019, hier das Studio gegründet. Ich war früher ein Klamottenladen. Das ist mitten in der Stadt, im Herzen von Neuburg. Wir sind genau mittendrin. Und hier habe ich dann angefangen umzubauen und habe eigentlich jeden Tag gearbeitet, teilweise auch hier geschlafen. Und ja, nach und nach, wir haben dann schon angefangen mit dem Training, obwohl wir noch nicht fertig waren mit dem Umbau. Das heißt, die ganzen Mitglieder und die Leute haben teilweise immer mitbekommen, wie sich das entwickelt hat. Und das war das Gute, weil die gesehen haben, wie wir arbeiten, und immer mehr tut sich, haben auch sehr viele mitgeholfen. Und ja, und hat mir so meinen Traum erfüllt. Also hier im Gladiator Fight Club Neuburg ist natürlich nicht nur meine Leidenschaft zum Kampfsport oder der Kampfsportschule, sondern für mich ist wichtig, den Jugendlichen eine Umgebung zu bieten, wo sie, egal welche Nation, Religion oder welches Geschlecht die haben, dass wir uns respektieren und akzeptieren, egal wie jeder ist. Und das ist mir sehr wichtig. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We in a fake, we always switching it up. They can't predict what we say. Come out the cave, they see the blood on our shirt. They see the teeth in the face. They watching tape, still trying to figure us out. They think we came here to play. They sending snakes, they trying to give us a curse. They want us taking the bait. But that's okay, we keep on dodging the bull. We keep on saying olay, blocking the way. Thinking we flipping reverse, but we keep rushing the gate. Stopping the rain, we know they sit on the throne. It's looking easy to take, we not afraid. We put the fear in their bones, ain't no more running away. Durch den Gladiator Fight Club hier habe ich mir meinen Traum erfüllt. Also ich muss sagen, ich lebe meinen Traum gerade mit 34 Jahren. Ich glaube, ich hätte auch früher anfangen können, aber habe mich nicht ganz getraut. Aber das Boxen selber an sich hat mein ganzes Leben um 180 Grad gewendet. Also von klein aus, wenn ich nach hinten gucke, bis jetzt hat sich das sehr viel geändert. Nicht nur an mir, sondern ich habe natürlich sehr vielen anderen auch geholfen. Genau wie mir geholfen wurde, habe ich auch anderen, die gleichen Probleme hatten, die ich hatte, auch geholfen durch den Sport. Und ich weiß, da kommt noch viel mehr, es wird noch besser.